Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr euch reingeklickt habt in mein neues Video. Das Zebra-Dresche ist bei mir angekommen. Ich freue mich riesig. Wenn ihr genauso gespannt seid, wie sich es entwickelt hat, bleibt gerne dran. Ja, endlich hat es das Zebra-Dresche zu mir geschafft. Für alle, die es noch nicht kennen oder nicht mitbekommen haben, das Zebra-Dresche ist das erste Trash-Paket in Österreich. Also es machen lauter österreichische Mädels mit. Und ja, ich bin froh, Teil dieser Gruppe zu sein, macht richtig viel Spaß. Tauschen uns da auch immer wieder auf Instagram aus. 7 tolle Mädels, ich werde sie alle unten in der Infobox verlinken, dass ihr das ein bisschen verfolgen könnt. Manche haben auch YouTube-Kanäle, manche sind nur auf Instagram vertreten, aber richtig tolle Truppe und macht super viel Spaß. Und jetzt ist es zu mir gekommen. Ich hatte mich angeboten, dass ich es ein bisschen vorsortiere, das habe ich jetzt gemacht. Ja, ich habe gut 2 Nachmittage Abend damit verbracht. Aber es ist geschafft und ich habe schon so den ein oder anderen Blick natürlich erhaschen können und tolle Sachen gesehen, die ich euch auch zeigen möchte. Ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lange und legen los. Falls auch noch Interesse besteht, an diesem Trashy mitzumachen, ja, eine Voraussetzung ist natürlich, dass ihr Instagram besitzt und aus Österreich seid, denn man muss sich ja irgendwie kommunizieren. Ja, ihr könnt euch gerne melden, schreibt es entweder unten in meine Kommentare oder eigentlich der Veranstalterin, das ist die liebe Lola vom Kanal Miss Pink Panther, auch hier auf YouTube vertreten, da könnt ihr euch auch melden. Ja, vielleicht könnt ihr dann im Herbst auch dazu stoßen, wenn ihr Lust habt. So, aber nun zum eigentlichen Paket und ich starte einfach mal. Ja, werde zwischendurch eh immer wieder ein bisschen quatschen. Ich habe das ein bisschen geschlichtet, dass ich mir da auch einfacher tue, werde das dann hinten aufbauen, dass man auch sieht, was interessant ist. Wir schauen einfach mal. Angefangen habe ich mir als erstes rausgelegt die Goodies Box. Da schenken wir Mädels uns ab und an mal was. Da kann jeder was reinlegen, wenn er möchte. Da sind auch Karten enthalten, habe ich schon gesehen. Ja, wo der ein oder andere unterschreiben soll. Wo einfach die Mädels was Liebes geschrieben haben. Das werde ich mir einfach in Ruhe anschauen, was die Mädels da alles so schreiben. Und das ein oder andere Geschenk liegt auch für mich drinnen. Da freue ich mich und sage schon mal vielen Dank. Da werde ich mich dann nachher für mich persönlich hinsetzen, mir das durchlesen, auch unterschreiben. Und ja, ich habe auch Goodies besorgt für die Mädels und die werde ich natürlich dann auch in diese Box legen. Dann habe ich als nächstes gesehen, haben wir auch in der Gruppe besprochen, wir haben jetzt so eine Tasche. Da sind lauter Pröbchen drinnen, die kann man sich einfach so durchsehen, rausnehmen, was einem gefällt, ersetzen. Aber ja, wir brauchen das nicht irgendwie aufschreiben oder so. Dann nimmt sich jeder raus, was gefällt, gibt hinzu, was er nicht braucht. Ja, und das soll einfach in dieser Look-Fantastic-Tasche dann einfach weitergehen. Ja, das zeige ich euch aber auch nicht im Einzelnen. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Da schaue ich mich dann auch alleine durch, ob vielleicht die eine oder andere Probe interessant ist. Anfangs habe ich ja auch überlegt, ob ich euch den ganzen fetten Karton zeige. Aber Leute, das ist so fett gepackt, ich kann es gar nicht heben. Und ich bin ja doch im zweiten Stock und mein Freund war so lieb und hat diese ganze Kiste für mich raufgeschleppt, weil es mittlerweile so viel ist und so umfangreich. Ich könnte es gar nicht in die Kamera halten, deswegen habe ich es vorgeschlichtet. Ich blende euch aber super gerne ein Bild ein, wie das im Gesamten aussieht, damit ihr dieses Ausmaß mal sehen könnt. Gut, dann geht's weiter. Die liebe Birgit, eine ja, Langzeitabonnentin kann ich schon fast sagen von mir, macht auch in diesem Paket mit und hat mir noch zusätzlich was eingepackt. Das sieht so aus, hat sie mir gesagt, wo ich nachschauen soll und das mit der Karte und Ding, ich habe das jetzt rausgesucht. Das werde ich in einem extra Video machen, denn ich möchte das da jetzt nicht dazu nehmen. Das filme ich euch super gerne in einem extra Video ab, denn hat ja mit dem Trashy an sich nichts zu tun, sie hat einfach die Chance genutzt, ja, Versand zu sparen. So, die ersten Boxen, und ich habe sie schon geschlichtet, dass ich weiß, von wem was ist, und beginnen mit der Box von der lieben Lola, also Miss Pink Panther, und ich fange einfach mal querbeet an. Die erste Box ist so eine schöne Eulenbox, und da schauen wir jetzt mal hinein. Ich habe mir auch überlegt, ich werde euch nicht alles zeigen. Erstens würde das Video viel, viel zu lang werden. Und zweitens nehme ich dann irgendwie die Überraschung für die Mädels,
ja, was getauscht wurde. Ich möchte ein bisschen die Spannung halten, zeige euch schon einiges, aber eben nicht alles. So, wir starten. Ich habe als erstes hier drinnen ein wahre Schätze festes Shampoo. Spannendes Produkt, habe schon viele Shampoos daheim, deswegen darf das weiterziehen. Dann haben wir hier von Quert ein Egg Peeling Gel. Da ist ja die Umverpackung richtig cool, muss ich sagen. Aber auch bei Peelings bin ich echt versorgt. Lieber mal nicht. Dann haben wir eine Palette von Essence, und zwar die Dancing Green Palette. Die habe ich tatsächlich noch nicht. Und grün nehme ich ja aktuell richtig gerne. Ich schaue mal, ob ich sie öffnen kann. Ich tue mir da immer richtig schwer bei diesen festen Verpackungen. Eine schöne Palette, muss ich wirklich sagen. Ist noch das Klebi drauf. Schöne Glitzertöne. Das kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Schauen wir mal, eventuell ist das ein interessantes Produkt. Dann haben wir in dieser Box noch von Hashtag Biroutine High Volume einen Lippenjelly. Ihr wisst, Lippenprodukte genügend aussortiert, genügend selbst, darf weiterziehen. Dann haben wir von Rival de Loop das Hyaluron Make-up, spendet Feuchtigkeit, kaschiert Falten und Linien in der Farbe 01 Porzellan. Tatsächlich habe ich ja dieses Make-up und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich schaue mal kurz wegen der Farbe. Riecht auch noch gut, also die Farbe, ich glaube, die könnte passen. Ich lege das auch mal auf den Vielleicht-Stapel. Ich muss schauen, ob da die Farbe passend ist, welche Farbe ich besitze, aber ich mag das eigentlich richtig gerne. Und das letzte in der Box, was ich euch zeige, ist wieder eine Palette von PS Stardust. Das ist eine Palette von Primark. Oh, die kommt ganz, ganz dunkel daher. Die sieht so aus, das sind leider nicht meine Farben, also mir ist das viel, viel zu dunkel. Die darf auf jeden Fall mal weiterziehen. Und da unten sehe ich noch, da unten sind noch einige Masken. Ich glaube, vieles auch aus dem Action. Einmal die Swirling Cupcake Maske, einmal die Egg Maske, You Are a Cutie Maske. Die Foodpads, ja, aber die dürfen auch alle weiterziehen, denn ja, an Masken hapert es bei mir nicht. Ich habe Unmengen. Ja, aber zwei Produkte finde ich aus der ersten Box schon mal spannend. Jetzt schauen wir in die zweite. Da hinten könnt ihr sehen, habe ich die Box aufgestellt mit den Produkten, die in dieser Box waren, die mich interessieren würden. Die meisten haben zwei Boxen und das ist auch jeweils so ein Kuvert drinnen mit Box 1 und 2, wo auch der Zettel integriert ist, dass man weiß, was die Produkte kosten, was man eben dann ersetzen muss. So, wir öffnen die zweite und der Blick sieht so aus. Da haben wir einmal Mini-Küken, Schokolade. Ich schaue gut genug aus, gut gefüllt, lassen wir lieber. Eine Palette von L'Oréal Paris, La Petite Palette. Farben auch schon Unmengen. Also da, ja, kann ich gut darauf verzichten. M. Awesome Self Tanning Drops, die habe ich selbst, aber auch noch nicht getestet. Ein Tinted Brow Gel Waterproof Correcting Long Lasting. Sieht so aus, das finde ich aber süß von der Verpackung. Ich schaue mal, wie es innen aussieht. Puh, das ist ja richtig dunkel, oder? Es wirkt sehr dunkel. Nein, nein, das darf weiterziehen. Dann haben wir von Clorant eine Multi-Active Nude Creme. Die sieht so aus. Auch bei Cremen bin ich sehr, sehr, ja, voll gefüllt. Und dann haben wir von Homespa Douglas Harmony of Ayurveda Indian Mango eine Bodylotion, die ist original zu, da hätte ich gerne dran geschnuppert, aber das tue ich dann nicht. Eigentlich bin ich ja der absolut cremevollste Mensch, glaube ich, den es gibt, aber der Mangoduft,
Das wird mich schon sehr interessieren. Er kommt mal auf den Vielleichtstapel. Und den Rest der Box zeige ich euch mal nicht, dass es spannend bleibt für die anderen Mädels. Denn ja, ich will ja nicht, dass alles gezeigt wird, dass es für jeden immer wieder eine Überraschung ist. Aber vielleicht. Auch die habe ich hinten aufgebaut und wir kommen zu den nächsten Boxen. Und die nächsten Boxen sind wieder zwei Stück gepackt von der lieben Beauty XX Blaze. Die hat einen Instagram-Kanal. Ja, und da fangen wir mal mit der kleineren an. Das ist so eine Glossy Box. Die sind auch immer hier beschriftet, dass man weiß, von wem die Box ist. So, da schauen wir mal rein. Da kommen mir gleich Masken entgegen. Einmal von Balea die Feuchtigkeitsmaske und eine Eulenmaske. Also hätte ich die nicht schon, würde ich die sofort nehmen, denn ihr wisst, Eulen und ich, große Liebe. Einmal haben wir hier drinnen so Aufklebenägel. Für mich unspektakulär, ich gehe ins Nagelstudio. Dann haben wir hier von Look einen Nagellackentferner. Auch das ist leider kein Produkt für mich. Und das letzte, was ich euch zeige, ist von Catrice The Blazing Bronze Collection eine Lidschattenpalette. Ja, auch sehr neutrale Töne. Auch ehrlich gesagt nichts für mich. Beziehungsweise nichts für mich. Es passt halt sehr gut heute zu meinem aktuellen Augen-Make-up. Aber alle, die mich länger verfolgen, wissen, das ist so eine Palette, von denen habe ich einige, die darf weiterziehen. Wir kommen zur zweiten Box, die, glaube ich, stärker gefüllt ist, was ich mich erinnern kann. Wir haben extra ein bisschen Platz gelassen, ich zeige euch dann nochmal den Blick, dass wenn man etwas tauscht, auch genug Platz enthalten ist, ja, etwas Größeres, etwas Kleineres hineinzugeben, wie auch immer. Die nächste Box von mir ist dann doch eine etwas größere Box. Und die öffnen wir auch mal. Da ist auch ihr Zettelchen drin. Und da schauen wir mal. Da haben wir Selfie Projekt Be Strong, eine regenerierende Haarmaske. Die sieht so aus. Dann haben wir von Polar eine Creme. Dann haben wir von Batiste ein Trockenshampoo in so einer Mini-Variante. Und das finde ich gar nicht so unspannend, denn ja, so Mini-Varianten habe ich gerne in der Handtasche und Batiste ist für mich prinzipiell eine Marke, die ich gerne benutze. Deswegen kommt das mal auf den Vielleichtstapel. Dann haben wir von EcoCare eine Augencreme. Die habe ich selbst zu Hause. Dann haben wir hier von Sunny Cosmetic by Rene Lashes. Habe ich selber einige zu Hause, nutze ich viel zu selten. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist ein Deko-Teil, was aber auch in eine Kiste gepasst hat. Schauen wir auch mal rein. Gut verpackt. Da haben wir, ja genau, die habe ich schon gesehen, eine Kerze in, ja, typischer Sommeroptik. Aber auch Kerzen habe ich an Gros zu Hause. Da will ich nicht schwach werden. Man darf ja auch nicht vergessen, das, was ich mir aussuche, muss ja auch ersetzt werden. Und ich möchte ja nicht Sachen ansammeln, die ich selber schon zu Genüge daheim habe, sondern eher Sachen, die ich ausprobieren möchte. Dann haben wir von Balea das Balea Golden Moon. Da gefällt mir tatsächlich die rosene Variante viel, viel besser. Die sagt mir auch nicht so zu. Dann haben wir hier eine Handnagelcreme, die richtig süß ist, im Einhorn-Style. Die ist ja superherzig. Der Geruch ist auch ja, ganz okay. Riecht sehr süßlich. Da überlege ich noch. Ich bin zwar nicht der Handcreme-Typ, aber ich wüsste wen, der sich da riesig drüber freuen würde. Und das letzte Produkt, was ich euch zeige, ist von PS Bronzing Brick von Primark, so eine Art Bronzing Puder. Das sieht so aus.
Ist mir tatsächlich zu hell, würde ich es Highlighter nehmen, aber ja, nachdem es eher als Bronzer gedacht ist, darf ich es auf jeden Fall weiterziehen. Ja, das war's aus dieser Box und wir öffnen die nächsten. So, jetzt habe ich mir die nächsten Boxen vorbereitet. Das sind Boxen von der lieben Renate, auch einen YouTube-Kanal, aber wie gesagt, ich habe euch alles unten verlinkt, dass ihr das alles verfolgen könnt. Und da fange ich mal mit Deko-Teile an. Einmal hat sie zwei so silberne Teelichthalter hineingepackt. Tatsächlich habe ich die selber so ähnlich. Das heißt, die dürfen auf jeden Fall weiterziehen. Und dann schauen wir mal in die Boxen. Wir beginnen wieder mal mit der kleineren. Und in der kleineren, oh, da duftet es richtig gut raus. Das sind irgendwelche Gerüche schon drinnen, die das richtig gut duften lassen. Als erstes haben wir hier von Miracle Africa ein Argan Oil Marula Haarserum. Auch für sowas braucht man ja leider Gottes wirklich ewig. Und ich habe genug im Backup, das heißt, es darf auf jeden Fall weiterziehen. Dann haben wir von Catrice einen Acai Oil Infused Nagellack in so Silber. Tolle Farbe, aber ja, dadurch, dass ich keine Nagellacke trage, also nur auf den Fußnägeln, halte ich mich da so gut wie es geht ein bisschen zurück. Ihr kennt mich, nicht schwach werden. Dann haben wir hier von 417 so eine All-Around Creme, würde ich sagen. Die hatte ich selber jetzt in der Glossy Box. Ja. Dann haben wir ein spannendes Produkt für mich und zwar einen Hair Scrunchie in so gelb. Und ja, wer die letzten Pflegeboxen-Mix-Videos gesehen hat, weiß, dass ich die eigentlich momentan richtig gern habe. Das ist eher so ein seidiger Stoff. Der kommt mal auf den Vielleicht-Stapel, der klingt spannend. Dann haben wir von Catrice einen Generation Matte Comfort Liquid Lipstick. Absolut meine Farbe, aber ich glaube, so einen ähnlichen habe ich schon. Dann haben wir von Shevens eine Hyaluronmaske, habe ich tatsächlich auch hier. Eine Luvus-Maske, auch die besitze ich. Und von Kneipp Badekristalle, muskelaktiv. Den Rest seht ihr vielleicht im nächsten Video. Ja, aber ein Ding habe ich mir schon wieder gefunden. Meine vielleicht Seite wird immer größer. Und jetzt öffnen wir noch die zweite Box. Das ist dann in dem Fall die größere. Und puh, die ist viel voller. Das ist wieder die, die ein bisschen strenger gepackt ist, auch mit einem Kuvert. Und hier ist enthalten von Garnier Skin Natural ein Hautklar Aktiv Pickel Stop Waschgel. Tatsächlich muss ich sagen, bin ich mit Pickel, komme ich relativ gut klar, habe ich nicht so die Probleme. Dann haben wir hier von Ritual, The Ritual of Yin, einen Duschschaum. Riecht man schwierig aus, muss ich sagen. Aber auch bei Duschschäumen, ich habe so, so viele, da kann ich getrost weiterziehen lassen. Dann haben wir hier so Nagelsticker, die sind ja auch richtig süß. Einmal weihnachtlich, dann, die sind ja auch herzig, Message-Sticker. Die sind auch süß, muss ich sagen. Das sind eher so Schriften. Aber ich glaube, dass das nicht gedacht ist für die Nägel. Ja, das ist eher so für Deko gedacht, dass man das ein bisschen aufpimpt. Da überlege ich tatsächlich, sowas kenne ich nämlich nicht und das finde ich echt spannend. Dann solche Nagelsticker, so eher in Gold gehalten. Und so Steinchen, also ganz unterschiedliche. Dann haben wir einen Nagellack von Nails Inc. London in so einer schönen rosanen Variante. Und dann haben
haben wir noch von Niok eine Zahncreme aus Kokosöl. Sehr spannend, aber da ich empfindliche Zähne habe, sollte ich das vielleicht nicht riskieren, da umzusteigen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir öffnen die nächsten Boxen. Die nächsten Boxen sind von der lieben Birgit. Da gibt es auch eine große und eine kleine. Von der lieben Pamela, von der lieben Caro und von mir wird es wahrscheinlich jeweils nur eine Box geben, weil das Paket schon so riesig ist, dass wir einfach nicht mehr den Platz haben. Aber vielleicht haben wir dann nächste oder übernächste Runde mehr Platz, wenn andere vielleicht was rausgeben und nicht so viel nachschlichten. Vielleicht können wir dann mehr reinlegen. Mal sehen. Da beginnen wir auch mit der kleinen Box. Und in der kleinen Box, gut gefüllt, habe ich als erstes von Steve Laurent einen Lip Liner. Der sieht so aus. Ich versuche den jetzt gerade mal zu öffnen, ob man da irgendwie die Farbe erkennen kann. Das ist so ein bräunlicher, hübsche Farbe, muss ich sagen. Aber Lippenprodukte, ich reiße mich zusammen und halte mich dezent zurück. Dann haben wir hier von Manna Glow eine Marke, die ich gar nicht kenne. Illuminator Step 3. Noch nie gehört. Aber auch Highlighter-mäßig bin ich eingedeckt, muss ich tatsächlich sagen. Dann haben wir hier von Nature Box ein festes Shampoo. Auch da, so wie schon in der ersten Box, habe ich genügend. Ein alter Bekannter. Die Augenbrauen-Stripes habe ich selber getestet und finde sie wirklich absolut schlecht. Also nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich hier einen Lippenstift. Double the Lip, der Real von Benefit. Also ein Lippenstift von Benefit habe ich tatsächlich noch nie getestet. Das könnte natürlich jetzt mir ein Verhängnis werden. Die Frage ist, wie dreht sich der auf? Das ist aber eine schöne Farbe. Ich muss dazu sagen, Benefit sind Produkte, die ich richtig gern mag. Da muss ich tatsächlich schauen, wie der preislich ist, ob ich das überhaupt ersetzen kann, weil Benefit ist dann doch ein bisschen hochpreisiger. Kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Dann haben wir hier noch von Steve Laurent ein Loose Powder. Da gucken wir auch mal hinein. Sieht so aus. Auch spannend, das öffnen wir mal. Schwierig, richtig schwierig. Nein, ich glaube, das lassen wir weiterziehen. Ich kenne mich, das sind wieder so Produkte, die liegen dann ewig bei mir rum. Lassen wir das lieber. Und dann haben wir noch das letzte Produkt, was ich euch zeige. Oder habe ich hier noch was Spannendes? Ich zeige euch nur das hier noch. Von Revolution eine Lidschattenpalette. Tatsächlich richtig schöne Farben, original zu. Aber halt leider auch was, was ich gut in meiner Sammlung habe und somit weiterziehen lassen werde. Und da habe ich noch ein Diamond Glow Puder. Ah nein, das ist ein Highlighter von Annabelle Minerals. Aber den kriegt man doch nie leer. Oh nee, nee. Nee, das lassen wir lieber. Da ist die Versuchung viel zu groß. Außerdem, vielleicht habe ich die Möglichkeit in der nächsten Runde, dass es noch da ist. Dann ist es Schicksal. So, jetzt kommen wir zur zweiten Box. Und in der zweiten Box, da ist ein bisschen mehr Platz. Da ist auch das Zettelchen. Oh, da duftet es auch richtig gut raus. Einmal von Miro Fame Parfüm Bath and Shower Gel. Parfümiertes Bade- und Duschgel. Das riecht doch ein bisschen stärker. Ja, Duschgel, ich bin
übersättigt, brauche ich nicht. Dann haben wir von Max Factor den Miracle Pur Nagellack, auch ganz schön. Von Alvea, der Naturkosmetik, eine Palette. So eine hatte ich auch schon mal und auch weitergegeben. Mir ist da die Pigmentierung einfach zu schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir von Bang Beauty eine Palette. Und die sieht innen so aus, eine schöne Palette. Aber Farben, da ist jetzt kein Ton dabei, wo ich sage, das habe ich nicht schon. Da lasse ich den anderen Mädels die Chance, die sich nochmal anzusehen. Dann von Comfort Zone ein Creme-Gel. Sagt mir auch nichts. Und das letzte Produkt ist von Terramas. Ich schätze, dass das eine Bodylotion ist, ne, dass ich es noch rausbekomme. Terramas an sich, die Marke ist richtig gut. Ich habe ein Shampoo und noch ein Duschgel, kein Shampoo, ein Duschgel. Tatsächlich aber noch nicht getestet, aber meine Freundin hat mir gesagt, dass sie es richtig gut findet. Kann euch dazu leider nicht viel sagen. Da war tatsächlich also nichts für mich dabei. Ja, aber ein Produkt hätte ich gefunden. Mal schauen, ob ich das preislich auch ersetzen kann. Wir werden sehen. So, und da sind wir auch schon bei der letzten Box angekommen. Und die ist von der lieben Pamela. Die hat eine Look Fantastic Box bekommen, sage ich jetzt mal. Die habe ich ihr befüllt, weil ja, die Caro, die Pamela und ich, die haben alle jetzt aktuell nur eine Box, weil wir ein bisschen weniger reingeben müssen. Zwei Produkte hat sie so eingepackt, die packe ich jetzt nicht aus. Falls ich sie mir nehme, werden sie ersetzt. Ansonsten haben die Mädels schon eine Überraschung, was sich darin verbirgt. Und wir öffnen mal die Box. Glaube ich, für viele Mädels spannend, denn sie war nach der Birgit dran, also vor mir. Also vor der Birgit, dann zu mir. Und da kennen viele ihre Produkte noch gar nicht. Wir starten mal mit einem Banana Brightening Baking Powder von Revolution. Da spricht mich ja tatsächlich die Verpackung an. Aber nein, ich habe mir geschworen, Verpackungsopfer. Dann von Make-up Mecca eine Brow Soap. Das finde ich ja tatsächlich ein spannendes Produkt. Sowas wollte ich schon mal immer testen. Aber ich traue mich dann nie drüber. Nee, ich lasse es. Dann von Schwarzkopf ein Volumenpowder. Ah, an die teste ich mich auch die ganze Zeit, aber irgendwie bin ich mit dem Ergebnis nicht unbedingt zufrieden. Dann haben wir von Interdental, nein, von Mara Expert Interdentalbürsten. Ich nutze Zahnseide, das heißt, es ist nichts für mich. Dann haben wir von Skin Stories ein Tattoo Defining Serum. Intensive Pflege stärkt die Haut für gesund aussehende Tattoos. Ich habe tatsächlich keine Tätowierung, somit brauche ich das nicht. Auch eine feste Dusche. Die dürfte anscheinend bei uns, bei den Mädels, nicht so ankommen. Ich tue da ein bisschen herum und zeige euch nicht mehr alles. Von Embossing Folder. So eine Art Verzierungsstempel. Super spannend. Mit Stempeln habe ich es nur tatsächlich gar nicht so. Zumindest, ja, noch nie genutzt, aber cooles Produkt. Da ist so viel noch, aber ich will euch ja gar nicht alles zeigen. Eines zeige ich euch noch. Von Rival Love Me, dem Blur Primer Drops mit Cranberry Extrakt. Das ist eindeutig schon zu lange. Da schauen wir, das hat sie zugeklebt. Dann ist es vielleicht noch original, dann mache ich es nicht auf. Primer Drops. Primer habe ich so, so viele. Lieber nicht. Ein Produkt, was ich sehr, sehr spannend finde und deswegen mal rausnehme, weil ich glaube, dass die bei mir bleiben könnten, eventuell.
Und zwar sind das hier so Ohrringe. Sie hat Ohrringe reingepackt. Und die sehen so aus. Die finde ich tatsächlich super niedlich. Die kommen mal auf den Vielleicht-Stapel. Und den Rest zeige ich euch mal nicht. Da ist noch ein bisschen was enthalten. Zwar weniger als bei den anderen Mädels, aber ich möchte ja die Spannung nicht wegnehmen. So, meine Lieben, wir sind durch. Ich habe euch alle Pakete so gut wie es geht gezeigt, mit ein paar Abschlägen, damit die Mädels noch ein bisschen Spannung haben. Ich packe jetzt meine Kiste und werde nochmal durchschauen, was von den Produkten, die ich da hinten aufgelistet habe, wirklich von mir benutzt werden, auf was ich verzichten kann, ob ich die Ohrringe wirklich brauche. Ja, ich wusel mich dann nochmal durch. Schau natürlich auch, was die Sachen gekostet haben, ob ich es überhaupt ersetzen kann. Und dann werde ich das Paket weiterschicken. Und weiter schicke ich es dann an die liebe Caro, die ist die nächste, die auch schon ganz gespannt wartet. Die ist mit mir die zweite gewesen, die jetzt in der zweiten Runde dazu kam. Die freut sich auch schon riesig, das Paket zu bekommen. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zusehen und bei den Mädels, dass diese tolle Aktion zustande gekommen ist. An dich, Lola, auch vielen Dank, dass du dazu aufgerufen hast. Und wie gesagt, vergesst nicht, wenn ihr auch mitmachen wollt, einfach melden. Vielleicht ergibt sich dann im Herbst die Chance, dass wir dann noch ein, zwei Mädels aufnehmen können. Das muss man dann einfach mal schauen, wie groß das Paket werden darf. Aber melden kostet ja nichts. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und schaut auch unbedingt bei den Mädels vorbei, wenn die wieder ausfallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüssi, Baba.